Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im IST-Park, dem neuen Aushängeschild unter den Technologie- und Forschungszentren, nicht nur in Niederösterreich, sondern in ganz Österreich. Es freut uns ganz besonders, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße Sie aber nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen von meinem Geschäftsführerkollegen Helmut Minitzky auf das Allerherzlichste. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Ehrengäste der heutigen Eröffnung, den Propst des Stiftskloster Neuburg, Bernhard Barkowski. Pfarrer Julian Sartorius von der evangelischen Gemeinde Kloster Neuburg. Iris Rauskaller, Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Technologielandesrätin Petra Bohuslav. Den Bürgermeister von Kloster Neuburg, Stefan Schmuckenschlager. Und den Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Richard Schenz. Als Vertreter der IST Austria begrüße ich mit Heim Harari einen der Gründungsväter. Herzlich willkommen Klaus Reidel, Vorsitzender des Kuratoriums. Ich begrüße den Präsidenten Thomas Henzinger. Den Managing Director Georg Schneider und Gaia Novarino, Professorin am IST Austria. Ein herzliches Willkommen und das stellvertretend für alle Vertreter des EcoPlus Aufsichtsrates an Klubobmann Landtagsabgeordneten Reinhard Hunsmüller. Ich begrüße den EcoPlus-Prokuristen Gerhard Schmidt und Markus Wanko, der gemeinsam mit Gerhard Schmidt Geschäftsführer hier am IST-Park ist. Weiters begrüße ich alle Abgeordneten zu den gesetzgebenden Körperschaften, alle Vertreterinnen und Vertreter der hohen Beamtenschaft. Vielen Dank, dass Sie alle zu uns gekommen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das IST Austria ist das führende Zentrum für Spitzenforschung in Österreich. Entsprechend groß ist natürlich das Interesse, dass einerseits die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich den Weg in die Wirtschaft und somit in die Praxis finden und andererseits auch das Interesse der Wirtschaft, mit dem IST Austria eng zusammenzuarbeiten. Dazu braucht es ein spezielles Umfeld, es braucht entsprechende Rahmenbedingungen, Möglichkeiten, wie sie ab sofort hier im IST-Park vorhanden sind. EcoPlus hat als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung beim Aufbau und beim Betrieb von Technologie- und Forschungszentren. Diese Expertise im Zusammenspiel mit dem spezifischen Fachwissen des IST Austria hat dazu geführt, dass wir heute eine hochmoderne Spezialimmobilie eröffnen können, die speziell für die Anforderungen einerseits von dem IST Austria nahestehenden Forschungsinstitutionen, für Spin-offs des IST Austria, aber für technologieorientierte Unternehmen im Allgemeinen perfekt zugeschnitten ist. Der IST Park ist wie gesagt ein gemeinsames Projekt von EcoPlus und der IST Austria und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich wirklich für die hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Vielen Dank. Und jetzt darf ich den Präsidenten zu mir auf die Bühne bitten. Danke, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Landeshauptfrau, Frau Landesrätin. Ich schließe mich den Willkommensworten von Herrn Danninger an und freue mich auch über so viele Gäste hier, die heute mit uns diesen nächsten Meilenstein in der Entwicklung dieses Standorts feiern. Das IST Austria wächst hier seit 2009 und unser Weg in den letzten 10 Jahren macht sich inzwischen auch wissenschaftlich bemerkbar. Nur ein Beispiel dafür: im Nature Index Forschungsranking 2019
einem Ranking auf der Basis von wissenschaftlichen Veröffentlichungen haben wir dieses Jahr im internationalen Vergleich den wirklich sensationellen Platz 3 erreicht. So. Aber schon 2006 war eine Vision im Gründungsdokument von Heimerari verankert, dass Eis die Austria einerseits als florierendes Grundlagenforschungsinstitut, aber begleitet von der Errichtung eines Technologieparks nebenan. Somit werden hier am Standort die Möglichkeiten geschaffen, anwendungsrelevante Entwicklungen weiterverfolgen zu können, die schließlich zu Innovationen und Produkten in Österreich und darüber hinaus führen werden. Dafür setzt der IST-Park den nächsten großen Schritt. Die Gebäude, die hier heute eröffnet werden, bieten mit Labor- und Büroflächen zu Hause für Unternehmen mit Interesse an der Nähe und am Austausch mit den Forscherinnen und Forschern des IST Austria. Unternehmen, die hier parallel zur Grundlagenforschung den Wirtschaftsstandort Österreich stärken werden. Das können sowohl Spin-offs aus dem Institut sein, wie Klein- und Mittelunternehmen, die Interesse zum Beispiel an unserer Forschungsinfrastruktur haben, sowie auch Forschungsabteilungen internationaler Konzerne, die Interesse an unseren Absolventinnen und Absolventen haben. Für alle drei Kategorien gibt es im Übrigen jetzt bereits Beispiele unter den hier eingemieteten Unternehmen. In diesem Sinn möchte ich mich ganz ausdrücklich bei allen Fördergebern und allen Kooperationspartnern, besonders der EcoPlus, bedanken und freue mich über die heutige Feier. Und ich wünsche dem IST-Park und seinen ersten Mieterinnen und Mietern viel Erfolg. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Herr Präsident hat es angesprochen. Ja, es geht hier auch um Spin-offs. Und mit der Frau Professor Gaia Novarino haben wir eine Professorin hier am IST, die in zwei konkrete Spin-off-Projekte eingebunden ist. May I invite you to join me on stage? Thank you. Mrs. Novarino, one of your projects is addressing autism. Could you explain us what this project is about and how does this infrastructure support you? Sure. So, yeah, I have to switch to English, sorry, because my German is not that good. So before telling about what the project is about, let me just tell a couple of words about what autism is. So we use the word autism to actually to describe a group of conditions that are very heterogeneous and very complex. And just to give you a measure about how important are and how the magnitude of how much is affecting both Austria, Europe, and worldwide, we estimated that about 1,000 children per year are born just in Austria with those disorders and about 100,000 in all Europe. And because of the complex and heterogeneity of this complexity and heterogeneity of those disorders, what is happening is that it's very difficult to make a diagnosis. And so what most often happens is that parents and children are really going for several years through a number of different screens and tests, really just to get a diagnosis and to know that the child eventually has an autism spectrum disorder. So what we really want to do is to use the know-how and the techniques that we develop in my lab in order to, in a way, facilitate and accelerate this diagnosis and this process. My dream, if I can say, would be to offer this to all kids with autism in Austria. And actually, I think Austria has a big opportunity, being not a very big country, to really be the first in the world to do that. And on the other side, what we can do is, in fact, to use a number of those tests to do drug development and screens for novel therapies. So that's what we want to do with this spin-off. Thank you very much. Thank you very much for these interesting insights. I think in the name of all of us, we wish you good luck for the future, for you and your team in your new premises. Thank you. Damit ein Standort in die internationale Top-Liga im Bereich F&D aufsteigt, bedarf es einerseits besonderer Rahmenbedingungen und andererseits hat es natürlich Auswirkungen auch auf die Standortgemeinde, in unserem Fall auf Klosterneuburg. Und um diese Fragen zu behandeln, darf ich jetzt die Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Boslav und den Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager, zu mir bitten.
Herr Bürgermeister, seit 2007 ist das IST hier in Klosterneuburg angesiedelt. Was hat sich eigentlich in den letzten Jahren so in Klosterneuburg verändert und was sind deine Erwartungen oder deine Hoffnungen an dieses Gebäude hier? Es hat sich unglaublich viel verändert und zwar zum Positiven, absolut zum Positiven. Und ich kann mir hier immer nur bedanken, denn Klosterneuburg hat ein Geschenk erhalten. Und mit dem Geschenk allein war es aber nicht getan, man muss auch etwas damit machen. Und wir haben in Klosterneuburg sukzessive die Strategie der Stadtgemeinde in die Richtung Forschung gelegt. Und das Schöne ist aber, dass wir in Klosterneuburg aus einer reichen Geschichte kommen. Das heißt, wir sind an einem Standort, der auch eine historische Kraft hat. Und darum können wir heute sagen, unsere städtische Idee und Strategie lässt sich mit eigentlich drei Worten umschreiben. Ich sage es immer so, ich sage Laptop und Leopold. Das ist Klosterneuburg heute. Wir haben wirklich schöne historische Momente in dieser Stadt und wir haben auf der anderen Seite eine absolute Perspektive für die Menschen in die Zukunft. Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, ist auch die richtige ökologische Antwort. Wenn man Städte ökologisch aufstellen will, braucht man kurze Wege. Und auch dafür ist dieser Standort bestens geeignet. Viele der Firmen, die hier arbeiten, die hier schon Büros bezogen haben, haben auch Klosterneuburger entweder als Mitarbeiter oder auch in den führenden Positionen. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg und vor allem viele Nachahmer. Ja, das wünschen wir uns alle. Danke, Herr Bürgermeister. Frau Landesrätin, der neue IST-Park ist der jüngste Meilenstein in der landesweiten Strategie, wo wir Niederösterreich national, aber auch international zu einem renommierten Innovationsstandort machen können. Was ist Inhalt dieser Strategie? Worum geht es da? Und das ist uns auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wir kehren dazu zu den internationalen Playern und das macht uns natürlich sehr, sehr stolz. Und da hat es dazugehört, eine Wissenschaftsachse über die letzten Jahre durchzuziehen, durch ganz Niederösterreich, von Wieselburg über Krems, Tulln. Natürlich hier ist der Wiener Neustadt eine ganz wesentliche Achse, die dann noch angereichert worden ist, auch durch Seibersdorf. Also hier Technologiezentren, eine Wissenschaftsachse durchzuziehen, wo einerseits Forscherinnen und Forscher ihren Arbeitsplatz, ihre Heimat hätte ich jetzt fast gesagt, aber viele arbeiten ja eigentlich fast wie in einem Zuhause hier. Und das hat Niederösterreich in eine ganz andere Position, national und international auch gebracht. Und dementsprechend vielen herzlichen Dank an alle, die hier so extrem beteiligt waren in dieser Wissenschaftsachse. Denn Technologiezentrum bedeutet einfach, dass wir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zusammenbringen. Oft auch angereichert durch Bildungseinrichtungen, aber das ist das Wesentliche, der Kern von dieser Wissenschaftsachse, von dieser Technologieachse. Und die haben wir in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut, ganz wesentlich auch, wenn ich die Standorte auch angesprochen habe, dass jeder Standort inhaltlich ein ganz klares Profil hat. Wo ist die Forschung zu Hause? Das heißt, welche Inhalte gibt es hier? Und das ist dieser Aufbau, das ist ein Teil dieser Strategie, die angesprochen worden ist und die werden wir auch weiter durchführen, denn wir haben genau gesehen, dass eben der Kernpunkt Wissenschaft und Unternehmen zusammenzubringen, das ist die Zukunft unseres Landes. Und zum Zweiten, der Kern der Wirtschaft oder dieser Strategie ist es, einfach auch die Spin-offs zu unterstützen. Die Spin-offs, wie es der Herr Präsident auch schon gesagt hat, ganz wesentlich, sie von Beginn an erstens einmal zu motivieren, Unternehmen zu gründen, das ist ein ganz wesentlicher Teil und sie dann dabei natürlich auch zu begleiten, Businesspläne gemeinsam zu erstellen und dann natürlich auch über die Finanzierung zu sprechen beziehungsweise sie auch dann zu unterstützen bei Finanzierungsfragen. Wir haben seitens des Landes die richtigen Einrichtungen dazu, vom Akzent über TechNet, also alles ist angerichtet, um diese Strategie auch weiter so erfolgreich durchzuziehen, damit nicht nur Klosterneuburg was hat davon und weiter profitiert, sondern das ganze Land. Das ist uns ein ganz wesentliches Anliegen. Vielen Dank, Frau Landesrätin. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Bitte. Ganz kurz, weil ich es vergessen habe, aber heute passt so her. Am Freitag wurde in Klosterneuburg getagt, der Gemeinderat hat seine Sitzung gehabt und um die Verbundenheit festzumachen zwischen dem IST und der Stadtgemeinde Klosterneuburg möchte ich es einfach hier auch erwähnen. Mit einstimmigem Beschluss wurde entschieden, dass dem Präsidenten des IST Austria
eine der höchsten Auszeichnungen der Stadtgemeinde Klosterneuburg zugesprochen wird, und zwar der Ehrenring der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Alles Gute dafür. Wow. Herzliche Gratulation, Herr Präsident. Ich glaube, es gibt kein besseres Symbol, dass die Symbiose zwischen Stadt und der ISD wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt bereits einiges darüber erfahren, in welchem Umfeld das Technologie- und Forschungszentrum hier angesiedelt ist, welche strategischen Überlegungen dahinter stecken und in welchen Bereichen hier künftig gearbeitet wird. Wenn wir heute Spitzenforschung für die Zukunft betreiben wollen, dann wird dafür ein spezielles Umfeld, werden besondere Rahmenbedingungen benötigt. Und solche Rahmenbedingungen zu schaffen, das dürfte in Niederösterreich ganz besonders gut funktionieren. Und zu diesem Thema darf ich jetzt die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, und die Frau Bundesministerin Iris Rauskal auf die Bühne bitten. Wir zwicken hinein. Auwe. Wir zwicken hinein. Frau Landeshauptfrau, wir befinden uns hier im Foyer eines neuen Gebäudes. Aber ich glaube, man spürt es hier schon, hier entstehen Räume für die Zukunft. Und wir wissen, dass hier wissenschaftsaffine Unternehmen sich ansiedeln wollen und es braucht dafür die besten Rahmenbedingungen. Niederösterreich investiert wahnsinnig viel in diese Rahmenbedingungen. Was ist das genau? Ja, wir investieren sehr viel. Das gelingt aber nur im Miteinander mit ganz vielen Persönlichkeiten wie Herr Harari oder Herr Präsident Henzinger und natürlich auch Klaus Reidel. Viele Gründungsväter sind heute mit dabei und ich hole deswegen so aus, weil ich Klosterneuburgerin bin, eine stolze Klosterneuburgerin, die unweit von hier am Ölberg wohnt, also ein paar Steinwürfe von hier entfernt, so wie die Frau Bundesminister außer Dienst und hoffentlich bald wieder im Dienst hier einige fünf Minuten von hier entfernt ist, die auch dieses Institut sehr unterstützt und dir auch ein herzliches Willkommen hier. Frau Bundesminister außer Dienst und hoffentlich bald im Dienst. So, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass ich als Klosterneuburgerin seit mehr als 10 Jahren diese Entwicklung von ISD Austria miterleben darf. Jahr für Jahr sehen darf, wie diese Erfolgsgeschichte wächst und jetzt eine zweite Erfolgsgeschichte dazu. Und es ist einfach schön, das hier auch erleben zu dürfen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an meinen Besuch in Israel, wie Professor Harari gesagt hat, ja, wir haben es hier mit dem ISD Austria geschafft, dass wir uns nennen können Tochter des Weizmann-Institutes. Und ich glaube, das ist einfach das schönste Lob, das einem widerfahren kann. Dafür Ihnen, sehr geehrter Professor, an dieser Stelle ein ganz großes und herzliches Danke. Wir wissen, ohne Sie würde es das ISD Austria nicht geben. Meine Thanks to you. Ja, und ich glaube, gerade all das, was hier entstanden ist als die Austria, dieses Technologiezentrum, ist beste Bestätigung dafür, dass wir als Region Niederösterreich uns voll und ganz bewusst sind, dass wir in einem globalen Wettbewerb stehen, in einem globalen Wettbewerb in der Wirtschaft und in der Forschung, aber auch in einem globalen Wettbewerb, wenn es vor allem um die besten Köpfe geht. Und deswegen ist diese Investition auch so wichtig und deswegen investieren wir auch an die 110 Millionen Euro pro Jahr in Wissenschaft und Forschung und natürlich darüber hinaus auch sehr viel Geld hier in Klosterneuburg. Bis zum Jahr 2026 investieren wir weitere 500 Millionen Euro in Infrastruktur am ISD Austria, damit dieses ISD Austria auch weiterhin wachsen kann und dass wir die optimalen Rahmenbedingungen haben. Und die zuständige Landesrätin Petra Bohuslav hatte schon gesagt, ja, wir haben es geschafft, so eine richtige Wissenschafts- und Technologieachse herzustellen, die wir auch weiterhin stärken wollen. Und so sind wir mit dieser Wissenschafts- und Forschungsachse auch zu einem wirklich innovativen Standort, zu einer innovativen Region international geworden, zu einem Hotspot für Wissenschaft und Forschung, wo man sich gerne auch ansiedelt.
Und was uns natürlich wichtig ist, dass wir auch beginnen, Investitionen zu tätigen bei unseren Kleinen und Kleinsten. Ich darf daran zurückdenken an den vergangenen Freitag, wo wir wieder einmal gemeinsam organisiert haben, das Forschungsfest in Palais Niederösterreich, wo wir die ganz kleinen Zwerge hier motivieren, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Unser Ziel ist es, dass vor allem Wissenschaft der ständige Begleiter unserer Kinder vom Kindergarten bis hin zum Erwachsenen sein wird, damit wir dann auch viele Forscherinnen und Forscher bekommen. Und darüber hinaus ist es uns natürlich auch wichtig, so wie es Herr Harari auch von Anfang an gewünscht hat und eine Vision hatte, dass hier vor allem auch eine Brücke geschlagen wird zwischen Wissenschaft und vor allem auch Praxis. Und das ist heute der nächste Meilenstein, den wir setzen mit diesem Technologiezentrum, damit hier vor allem auch die Nähe gegeben ist. Herr Präsident Henzinger hat es angesprochen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten hier der Zusammenarbeit und dass das eine Erfolgsgeschichte auch wird, zeigen schon die Zahlen, wenn ich daran denke, dass bis Ende des Jahres 13 Firmen hier einziehen und 65% dieses Gebäudes, dieser Flächen bereits vermietet sind. Und es ist einfach ein schönes Zeichen, dass man hier die optimalen Rahmenbedingungen findet. Und daher darf ich Ihnen, die Sie hier einziehen und ein neues Zuhause finden, egal ob das ist innovative Unternehmen, Spin-offs oder Start-ups sind, einfach alles Gute wünschen und ich hoffe, dass diese Rahmenbedingungen für Sie auch passen. Wenn Sie noch weiter hinaus etwas brauchen, dann bitte sagen Sie es uns. Wir haben hier offene Ohren und offene Türen, denn unser Wunsch ist es, dass es hier die optimalsten Rahmenbedingungen gibt, denn Sie sind für uns natürlich mit Ihren Erfolgen auch die wichtigste Visitkarte, was den Standort Niederösterreich und vor allem auch den Standort Klosterneuburg betrifft. Auch dir, sehr geehrter Bürgermeister, ein herzliches Danke für die gute Kooperation. Die Stadt Klosterneuburg ist hier im wahrsten Sinne des Wortes auch Nutznießer. Und wenn ich mal was wünschen darf, dann wünsche ich mir einfach, dass vor allem die Klosterneuburgerinnen und Bürger sich auch dessen bewusst sind, was wir hier an Schatz, an Juwel haben. Eine Institution, die es innerhalb von 10 Jahren geschafft hat, weltweit von sich reden zu lassen. Und es ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Wer erreicht das schon, dass man innerhalb von 10 Jahren eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben kann und dass vor allem auch hier weltweit davon berichtet wird und dass man Platz 3 erreicht bei den wissenschaftlichen Publikationen? Das sind einfach Zahlen, Daten und Fakten, auf die wir stolz sein können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einfach, die Sie hier einziehen, alles Gute und darf mich auch bei AST Austria und vor allem auch bei der EcoPlus herzlich bedanken, wo hier dieses Gebäude, dieses Technologiezentrum im Miteinander geplant, erdacht und auch umgesetzt worden ist, wo wir auch sehr viel Geld investiert haben, aber eine Investition, die sich auf alle Fälle lohnt und vor allem eine Region, die gut angebunden ist, sei es Nähe zu Wien, sei es Flughafen, sei es Bundesstraßen oder Autobahn. Also Herr Bürgermeister, es gibt keinen schöneren Fleck wie hier in Klosterneuburg. Wir bieten alles. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Landeshauptfrau. Es ist gerade angesprochen worden, die einzigartige Erfolgsgeschichte, die das AST in den letzten 10 Jahren wirklich zustande gebracht hat. Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren dafür und welchen Teil kann jetzt dieser neue AST-Park noch dazulegen? Ja, die Erfolgsgeschichte wurde ja jetzt mehr oder weniger wirklich umfassend dargestellt und kannst du mit den Worten der Frau Landeshauptfrau zusammenfassen, letzten Endes der Bund oder das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung kann in dieser Form nur die Rahmenbedingungen sichern. Das ist vor allem eine sichere Finanzierung. Das ist dank des Interesses des Landes Niederösterreich über die 15a-Vereinbarung über die letzten 10 Jahre hier mustergültig erfolgt. Das wäre aber sicher nicht in dieser Form möglich, das Investment ist ja durchaus hoch, nämlich exzellente Grundlagenforschungsbedingungen zu schaffen, dafür zu sorgen, dass man wirklich die besten Köpfe weltweit aussuchen kann, nicht eine Professur frei wird, die man dann zu besetzen hat, sondern dass man sich wirklich unter den Besten weltweit orientieren kann. Das sind Rahmenbedingungen, die in dieser Form eben auch mit hohem Einsatz von öffentlichen Geldmitteln, aber auch mit den entsprechenden Rahmenbedingungen für das ISTA möglich waren, seit 10 Jahren möglich sein wird, weiterhin möglich sein wird und nun eben
auch diese dargelegten sehr guten Bedingungen eben tatsächlich auch erfüllt. Und ich denke, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch im Hinblick auf die öffentliche Rechnungslegung. Wir arbeiten hier mit Steuerzahlergeld. Der Steuerzahler, die Steuerzahlerin hat sich etwas zu erwarten für das hohe Investment, das man hier setzt. Darf sich auch bewusst etwas erwarten, denn wenn der Bund bzw. die Länder, die Standorte nicht dafür sorgen würden, dass ein hohes Investment in die Grundlagenforschung passiert, dann wird das höchstwahrscheinlich in dieser Form kaum jemand anderer machen. Die Unternehmen haben natürlich andere Interessen, aber das ist schon die Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass das Investment in die Grundlagenforschung hoch bleibt und dass die Grundlagenforschung exzellente Rahmenbedingungen vorfindet, die sie dann eben auch so nutzt, wie es erfreulicherweise am ISTA tatsächlich passiert, nämlich innerhalb von 10 Jahren zu sorgen dafür, dass man in die Top-Rankings gemessen an der Größe dieser Institution kommt. Das ist wirklich etwas sehr Bemerkenswertes und hier gilt es einfach, diese Freiheit aufrechtzuerhalten und das nachhaltige Investment weiterhin aufrechtzuerhalten. Und hier ist es selbstverständlich unter den Bedingungen leichter möglich, wenn der Bund gemeinsam mit den Ländern oder die Länder gemeinsam mit dem Bund, das ist jetzt völlig wurscht, in welche Richtung man das betrachtet, dafür sorgt, dass man eben sagt, Grundlagenforschung per se dient uns ja dafür, den Standort attraktiv zu halten, für Wachstum, für Wohlstand zu sorgen und letzten Endes für unsere Zukunftsfähigkeit zu sorgen. Und dabei ist natürlich auch die Bildung und die Jugend frühzeitig mitzudenken und auch zu überlegen, wie kann man unsere Jugend so einbinden, dass sie frühzeitig versteht, was hier passiert und Neugierde und Interesse entwickelt und dieses Interesse auch getriggert wird durch erstklassige Forscherinnen und Forscher, die teilweise hervorragend sind, wenn es darum geht, in einfachen Sätzen zu beschreiben, was an dem spannend sein könnte, was sie tun. Das darf man nicht vergessen, komplexe Zusammenhänge irgendwo leicht verdaulich unter die Leute zu bringen, dass man die Feststellung hat, auch schon als Schülerin oder Schüler, damit könnte ich etwas zu tun haben, das könnte mich interessieren. Also das alles zusammengefasst, um auf den Punkt zu kommen, kann man nur gemeinsam anschieben und wir sehen, dass es dort in Österreich hervorragend funktioniert, in Niederösterreich. Wunderbar, Gott sei Dank, wir haben ja die Freude gehabt, die MIT Europe Conference, dieser Konferenz gemeinsam beizuwohnen. Das MIT macht annähernd etwas Ähnliches, nur in größerer Skalierung. Ja? Aber es schafft auch, exzellente Grundlagenforschung zu verknüpfen mit Standort, mit Wirtschaft, mit Arbeitsplätzen, mit Innovation. Und das ist etwas, was wir in Österreich durchaus noch etwas stärker vertragen können, die hohen Investments, die wir setzen im Bereich der Grundlagenforschung und im Bereich der Forschung, noch stärker zu verknüpfen oder auszubauen in Richtung Innovation, von der wir letzten Endes alle leben, an den Standorten, sei es in Klosterneuburg, sei es in Wiener Neustadt, wo wir vor kurzem bei Medastron waren, sei es in Krems, hervorragender Wissenschaftsstandort, oder sei es in Wieselburg, mitten bei den, in den Regionen zu sein und dort für Wachstum und Wohlstand zu sorgen. Ich glaube, dann hat Europa oder wir im Bund gemeinsam mit den Ländern, mit den Regionen durchaus unsere Aufgabe erfüllt. Das darf man nie vergessen, aber es ist für uns gemeinsam wichtig, diese Kraftanstrengung auch in die nächste Bundesregierung zu bringen, dass wir wirklich ein großes Budget weiterhin brauchen im Bereich der Grundlagenforschung, weil sie sonst höchstwahrscheinlich nirgends gefordert werden wird. Jetzt habe ich mich bei allen bedankt, aber nur nicht bei einem unserer wichtigsten Kooperationspartner, nämlich beim Bund. Bei Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich kann nur sagen, im Blick zurück hat diese Zusammenarbeit zwischen dem Land Niederösterreich und dem Bund wirklich exzellent funktioniert. Denn wenn ich mal was für die Zukunft wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass wir wieder an den gleichen Strang und die gleiche Richtung ziehen, dass vor allem Grundlagenforschung auch ordentlich studiert wird, auch weiterhin hoch im Kurs steht, denn das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage für eine weitere dynamische Entwicklung. Daher auch Ihnen, sehr geehrter Frau Bundesminister, an dieser Stelle ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich stellvertretend für alle meine Vorgängerinnen und Vorgänger sehr gerne entgegennehmen, auch für die anwesenden Beamtinnen und Beamten des Ressorts, die vor 10 Jahren, als dieses Projekt gestartet wurde, ja durchaus auch Überzeugungsarbeit zu leisten hatten, auch im Bundesdienst Überzeugungsarbeit zu leisten hatten, dass sich dieses Investment lohnt. Und es war Gott sei Dank auch dank der Gründungsväter eine Kür, die uns hier gelungen ist. Und wir sollen nicht vergessen, es braucht weiterhin Kraftanstrengung, dass uns das auch weiterhin gelingt. Dankeschön an dieser Stelle an das Land Niederösterreich für die exzellente Zusammenarbeit. Vielen Dank, Frau Bundesministerin, vielen Dank, Frau Landeshauptfrau.
Ich glaube, wir können alle sehen, dass sowohl das Geld des Landes als auch das Geld des Bundes hier in Klosterneuburg sehr, sehr zukunftsträchtig investiert wird. Wir, glaube, haben heute alle gemerkt, es ist angerichtet, die Erfolgsgeschichte hier weiterzuschreiben, und trotzdem fehlt noch ein Mosaikstein, dass es hier wirklich gut weitergeht. Und ich darf nun den hochwürdigsten Propst Bernhard Barkowski vom Stift Klosterneuburg bitten, gemeinsam mit dem Pfarrer Julian Sartorius von der evangelischen Gemeinde die Segnung des neuen Technologie- und Forschungszentrums vorzunehmen. Zunächst darf ich allen Grußworten, die wir gehört haben, an alle Damen und Herren des öffentlichen Lebens, die für uns besorgt sind, mit aller Herzlichkeit anschließen und für diesen persönlichen Einsatz täglich, den Sie da leisten für unsere Gemeinschaft, Dank sagen. Den Worten, die wir eben gehört haben, von Herrn Bürgermeister, unserer Frau Landeshauptfrau, Frau Minister, darf ich mich ebenso anschließen und einladen, in einigen Gedanken, so wie jede und jeder von uns es vermag, ein bisschen zu philosophieren. Was wir selber sind, wir Menschen, wir sind alle neugierig. Und da gibt es, wie das so im Leben des Menschen ist, die angenehme Neugierde und dann eine Neugierde, da könnte man eigentlich verzichten, weil die ist mitunter unangenehm, peinlich, kränkend. Aber wir bleiben beim Positiven, wie das ja ein sichtbares Erlebnis des Erfolges ist. Die Neugierde des Menschen, denn es drängt zu wissen, was soll das Ganze eigentlich? Er findet sich, bildlich gesprochen, in einem Garten. Wenn wir da rausschauen, sehen wir einen Teil davon. Aha, schön. Oh, ich darf da sein. Wer hat diesen Garten angelegt? Ich darf mich in diesem Garten bewegen, mich da der Dinge bedienen, was ich da finde. Woher kommt denn das Ganze? Die Neugierde. Und die lässt ihn nicht im Stich. Die verfolgt den Menschen, seit es ihn gibt. Alles ist im Fluss, Pantere, sagen die griechischen Naturphilosophen. Es gibt nichts. Dann ist es zumindest fürs Auge tot. Und daher ist das ein überzeugendes Zeichen, diese Stunde für die positive Neugierde, die der Mensch imstande ist, zu dem, was Sie auch Fortschritt sagen, einzusetzen, dass es für viele zum Guten wird. Und diese Gedanken fußen schon in alten Texten der alten Kulturen und Religionen. Das ist der rote Faden, der sich durch Menschheitsgeschichte zieht. Und so lade ich ein, im Verständnis der Christen, der den Verursacher den Namen gibt. Er ist Vater, Mutter aller Dinge, der uns diesen Garten und mit allen Konsequenzen, denn jede Gabe ist Aufgabe, geschenkt hat. Herr und Gott, Quell und Ursprung alles Guten, gewähre uns, diesem Haus und den Menschen, die hier tätig sind und tätig sein werden, deinen Segen. Bewahre uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Hilf uns, unsere Tage zu ordnen, in Frieden,
in Verständigung. Und lass uns diese uns anvertrauten Dinge des Lebens, deines Gartens, in richtiger Weise erforschen, annehmen und immer wieder neu entdecken. Das gewähre uns der dreieinige Gott. Und nun das äußere Zeichen. In einem alten Text der Schrift der Bibel heißt es zur Erklärung, was war am Anfang. Da heißt es im jüdischen Text, der Ruach, bei uns ist das das männliche Artikel, aber im Hebräischen ist es weiblich, der Geist. Weil du bekanntlich bis dato immer noch eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, nicht? Glaube ich, das ist schon noch immer der Fall. Also die Geist, die Mutter, sie schwebte über den Wassern des Lebens. Damals hat man schon eine Ahnung gehabt von Universum. Fernsehsendung meine ich jetzt. Mit dem Wasser des Lebens möget ihr weiterhin unterwegs sein in diesem unserem anvertrauten Garten des Lebens zum Wohle von uns Menschen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und das ist ein Gruß aus dem Stiftsgarten. Und das ist für uns Christen bekannt. Ein Kreuz ist aber auch nicht nur ein Zeichen des Martyriums oder, ja, oh weh, das ist ein Kreuz, sondern, das haben wir alle gelernt, da stimmt's, ein positives Zeichen. Und wenn es von Kontozustand ist, von Auszug aus der Bank, plus. Und auch da möchte ich alle Wünsche hineinlegen, dass es weiterhin so gut gelingt, irgendwo ein Plätzchen zu finden. Ich danke allen, die das ermöglicht haben. Wir wollen das genießen. Gabe als Aufgabe. Dankeschön. Vielen Dank, hochwürdigster Herr Probst, für diese wirklich netten Worte. Jetzt kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind jetzt bereits am Ende angelangt. Ich möchte mich bei Ihnen allen für das Kommen bedanken. Es ist wirklich beeindruckend, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bei allen bedanken, bei allen, bei den Gewerken, bei den Architekten, alle, die hier Hand angelegt haben und mit ihrer Arbeit und mit ihrem Engagement wirklich Tolles, Tolles geleistet haben. Vielen, vielen Dank Ihnen allen. Ich weiß, einige von Ihnen sind ja heute hier. Es gibt nachher auch noch etwas zum Essen. Ich glaube, heute ist wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen, um auch gemeinsam zu feiern. Bevor wir die Eröffnung aber in geselliger Runde ausklingen lassen, möchte ich nun die Abordnung der Stadtkapelle Klosterneuburg bitten, mit einem Lied diese Feier offiziell zu beenden. Applaus